Das ist Teil 2 von dem Video der Ridespec Mic Magazin. Wenn du den ersten Teil noch nicht gesehen hast, dann macht es keinen Sinn weiterzuschauen. Dann musst du nämlich hier oben bei mir klicken. Denn ich sag's nur ganz kurz, da habe ich ja das Magazin geschrottet. Ich habe jetzt eine neue. Wenn du wissen willst, ob sie wieder versagt, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Osman. Schön, dass du dabei bist. Ich habe ja oben beim i-Klicken ein Video gemacht über die Ridespec Magazin Armbrust und das ist irgendwie nicht so gut ausgegangen. Und da habe ich ja versprochen, ich mache das Ganze noch einmal und wollte ein Teil, das ich hergeliehen habe oder geborgt oder eigentlich habe ich es verschenkt, wieder haben und habe den angerufen und gesagt, du mal, alles kaputt. Das bedeutet noch gar nichts. Ich will jetzt ganz objektiv, will man nämlich nicht nachsagen lassen, dass ich irgendwas bashe oder so irgendwas. Ich habe jetzt hier original verpackt. Schau her, das ist noch drinnen, original, mir so ein Teil geholt. Und wir legen jetzt los. Ich habe mir nämlich gedacht, ich mache das jetzt zu übertransparent, weil ich einige Kommentare gehört habe. Reini, das stimmt alles überhaupt nicht, du fakest das. Ich habe mir gedacht, aha, ich fake das, warum denn? Frage ich dann, ja Reini, du willst unbedingt die Steambox-Dinger, die liegt da hinten, verkaufen und nicht die. Nur zur Info, die könnte ich auch bekommen und wir haben auch ein paar im Sortiment gehabt, aber irgendwie habe ich mich jetzt dagegen entschieden, weil ich nicht auf Reklamationen stehe. Und daher, ich will mir das nicht nachsagen lassen, dass ich irgendwie was fake, weil das aber nicht notwendig. Schau mal her, da sieht man es jetzt noch schön. Da sind so lustige Federn drinnen. Federn, ja, da. Damit das Gixi-Klaxi wie immer wieder nach vorklackt. Und das, glaube ich, ist ein bisschen eine Chance mit Quasteln. Soll so sein. Gut, standardmäßig sind da diese schwarzen dabei. Die kannst du, wenn du die bekommst, schwarze kannst du nehmen und ja, eine Kübel werfen oder sonst irgendwas damit tun. Du musst die grauen hier verwenden. Und es passen auch wirklich nur die hinein. Also wenn du dir irgendwelche anderen Steambo-Pfeile oder irgendwas kaufst, kannst du alles vergessen, funktioniert nicht. So schaut es mal aus. Gut, ich habe jetzt dieses Magazin und bevor ich jetzt das alles noch auspacke und herumtue, möchte ich noch was tun. Jetzt sollen wir nochmal nachschauen. So, das sind die anderen grauen Pfeile, die packen wir jetzt auch alle ein. Allein das Laden geht mir am Wecker. Vielleicht mache ich das aber auch falsch. Könnte auch sein, wenn du sagst, Reini, so geht das nicht, das Aufmagazinieren, das muss anders sein, dann schreib mal bitte einen Kommentar. Ich persönlich habe es nicht rausgekriegt und sowieso uns überhaupt. Aber es könnte sein, dass es einen Userfehler gibt. Wie gesagt, ich bin alles andere als fehlbar und ich bin auch, und das habe ich auch nie behauptet, kein Armbrustprofi, schieß nur gern damit. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. So, Magazin ziehen auf, magaziniert. Es funktioniert alles. Ich will das jetzt nicht zusammenbauen. So, das bedeutet, ich nehme das alte kaputte Magazin. Scheibenkleister wollte ich eigentlich. Ich wollte Scheibenkleister sagen. Haha, da habe ich es heraus. Und nehme jetzt das neue Magazin, setze das hier ein, klack dann da rein. Und jetzt legen wir los. Ja, das ganze Video werde ich jetzt nicht schneiden, weil wie gesagt, ich lasse mir das nicht nachsagen. So, jetzt gespannt. Wie gesagt, keine Sorge, da hinten ist niemand, ja? Bin auf Waldlaboratorium, darf ich das? Jetzt gehe ich nach vor. So, gut. Wie gesagt, das mit diesem, schau oben beim i, da habe ich das Video gezeigt, die Sehne fliegt jetzt einmal ganz weit nach vor, bis sie dann überhaupt nochmal, ja, den Bolzen nimmt. Das finde ich voll kacke irgendwie, aber ja. Man kann nicht immer gewinnen. Sie macht richtig Rabumsti, Kabumsti. Es macht auch Spaß und sie schießt auch. Ja, genau. Gut. Ah, entsichern. Das vergesse ich immer. Hier ist nämlich eine Sicherung mit eingebaut. Die ist nämlich, und deswegen, bei das Dinger, Schnellschussarmbrust ist nämlich keine Sicherung vorgesehen. Und das ist der Unterschied. Und vielleicht liegt es daran, dass ich halt immer ein bisschen nervös bin. So, ich muss das übers Knie spannen. Anders kriege ich es nicht hin. Dann nach vor. Aha, und jetzt ist schon wieder was passiert. Jetzt ist was passiert. Das wird man jetzt wahrscheinlich nicht so gut sehen, aber der Bolzen liegt jetzt nicht hier an der Stelle, sondern liegt jetzt da. Da vorne. Das heißt, das kleine Stück hat es mir durch diesen Spannmechanismus noch weiter nach vor geschoben. Das heißt, jetzt fliegt die Sehne noch viel weiter irgendwo im Nirgendwo. Das heißt, warte mal ganz kurz, vielleicht kann man sogar sehen, wenn ich da jetzt das Magazin rauskriege. Nein, jetzt ist er wieder zurückgegangen, jetzt ist er wieder an der Position, aber es war so. Wurscht. Wir wollen nicht kleinlich sein, das hat ja eh keinen Sinn. So. Na, Reini, beim Schießen zuschauen ist wahrscheinlich langweilig, aber na, jetzt passt's. Also bis jetzt geht's. Ich hoffe, das bleibt so.
Bolzen sind heil geblieben. Das finde ich immer großartig. Also so ein einbauen, das wird es nicht gehen. Also man muss immer das Magazin rausnehmen. Und ich glaube, dass es auch Ersatzmagazine zu kaufen gibt am Markt. Und warum auch nicht? Ich meine, ich finde das ja auch durchaus in Ordnung. Also, wie gesagt, ich habe auch nichts gegen die Armbrust. Und nochmal, das ist ja kein Bashing, sondern es ist einfach, es ist halt passiert. Am Anfang, als Simbo rausgekommen ist, die Metallstinger, da war es auch so, dass es da Kinderkrankheiten gegeben hat, muss man so sagen. Ne? Und daher. Und auch bei der Edda war bei der ersten Serie nicht immer alles so super, wie es jetzt ist. Ja? Als Hersteller lernt man, übrigens beim Rainer Ross und Bushcraft Beaver war bei der ersten Serie auch vielleicht das eine oder andere nicht okay. Ne? Daher, wir wollen nett sein. Bin ich auch. Aber, jetzt wird es windig hier. Wir haben es nämlich schon Herbst. Ja, Faldo Labbadé und da wird es kalt in den Bergen. So, passt. Schieß einfach. Die Serie hat auch wunderbar funktioniert, freut mich. Und jetzt hier, ich meine, ich konzentriere mich nicht und auch die Gruppe, die ist wirklich sehr schön. Also das Ding ist auch sehr genau, das ist alles super. Sitzt und passt, wackelt und hat Luft. Übrigens, das ist die Steambo Pfeilfangmatte. Das billige Eigenwerk, was es natürlich auch bei mir im Shop gibt. Kann man schön rausziehen. Also das passt einmal ganz gut. Und auch alle Bolzen sind noch in Ordnung, obwohl es eben Kunststoff ist. Das finde ich gut. Also zwei Serien einmal ohne Probleme. Und vielleicht passt ja jetzt auch alles. Vielleicht hatte ich nur ein Schaß-Magazin, wie man so schon sagt. Sagt man Schaß? Sagt man das überhaupt? Würde ich meinen Kindern erlauben, dass sie Schaß sagen? Ja, im Vergleich zu dem, was die sonst immer so sagen, ist Schaß total nett eigentlich, ja? Muss ich gleich dazu sagen. Ja, nein, aber das passt einmal ganz gut. Ich habe schon geträumt davon, dass sie mir gleich, also nicht geträumt, nicht, dass ich gehofft habe, aber ich habe eigentlich schon erwartet, dass man es beim ersten Mal deswegen auch Brille aufsetzen. Aber schaut alles ganz gut aus. Und wie gesagt, ich habe... Das ist der alte Rahmen, also es war wirklich das Magazin das letzte Mal. Und da ist anscheinend diese Feder, aus welchem Grund auch immer, die ist rausgesprungen, rausgefallen und dann hat das alles nicht mehr funktioniert. Jetzt ist es besser. Ich meine, ich finde das System immer noch. Ja, Spaß, Spiel, Schießen und so weiter und das ist ja auch okay, aber ja, schauen wir mal weiter. Einmal daneben geschossen, weil ich aus der Hüfte von der Brust geschossen habe, das war nicht gut. Ich muss mich doch konzentrieren und zielen. Einen habe ich daneben geschossen, aber ich möchte jetzt was zeigen, das ist cool. Und zwar, die schießt extrem genau auch. Ja. Ich habe immer hierher zielt und hat doch eine schöne Gruppe zusammenbekommen. Also dahingehend ist das Ding durchaus cool. So, jetzt schauen wir nur. Jetzt ist der Pfeil natürlich weg. Dann habe ich irgendwo da in die Erden reingeschossen. Das ist jetzt blöd. Aber ich habe zwei Scheiben hintereinander gelegt. Übrigens ein kleiner Trick von mir, das ist so eine kleine Einwegpalette und damit habe ich das eingespannt und dann hält das im Endeffekt Bomben fest. So, der ist da unten. Nein, doch nicht. So ein Edderbolzen. Okay, und genau das ist jetzt ein bisschen blöd. Das ist jetzt wirklich blöd, weil, ja, jetzt habe ich nochmal vier. Also das mit den Bolzen, das geht mir ein bisschen am Wecker, zumindest als Nutzer. Als Händler sage ich, ja, es gibt eben nur diese einen Bolzen, musst bei mir kaufen. Tut mir leid, die von den anderen Herstellern und die so ein billiges Geld überall gibt, mit Jagdspitzen und Botkins und so weiter, gibt es leider nicht, kannst leider nur meins kaufen. Also als Händler sage ich, ja, wobei es mir wurscht wäre als Händler, weil ich ja sowieso alles im Sortiment habe. Aber als Nutzer sage ich, warum gehen da keine normalen Pfeile rein, warum müssen das genau die sein? Finde ich kacke, aber Kinderkrankheiten. Ich bin mir sicher, dass Horizon daran arbeiten wird, das Ding einfach zu verbessern. Da gehe ich davon aus, weil so wie es da jetzt ist, glaube ich, ja, wir machen noch eine Gruppe. Und ich hoffe, dass sie nicht... Ich habe jetzt leider nochmal vier Schuss. Ich hoffe, dass jetzt alles gut funktioniert. Ja, das passt gut.
Einmal noch. Jetzt hat alles wunderbar funktioniert. Also ich habe jetzt die Serien geschossen, es ist alles in Ordnung. Vielleicht war es ein Montagsmodell. Und vielleicht ist die jetzt in der neuen Lieferung, sind die jetzt auch besser. Ich hoffe es zumindest. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich will die jetzt nicht 100 Mal schießen. Ich werde den Test einfach weitermachen. Da ich ja immer wieder schieße, weil ich einen Knall habe, weil ich gern schieße. Nein, wir werden das testen, wir werden einen Langzeittest machen. Und daher mag ich die auffordern, oben bei mir zu klicken und auf den Bogensportkanal vom Rainer Rossmann zu gehen. Denn dort machen wir nur Bogensportsachen und dort werde ich dann Teil 3 veröffentlichen, nämlich Langzeiterfahrungen mit dieser Redback. Ich würde sagen, über den Winter werde ich jetzt schießen, werde mir noch einen ganzen Park voll Pfeile herkommen lassen und werde über den Winter schießen und mal einen Zwischenbericht machen. Also schau auch dort vorbei. Dort werde ich dann auch veröffentlichen, wie es damit weitergeht. Es ist eh wurscht. Stinger, natürlich muss ich auch billige Eigenwerbung machen, haben wir natürlich auch im Sortiment. Ist schon eine andere Liga, aber auch ein anderer Preis, das muss auch ganz klar sein. Ich bin froh, dass ich das mit der Redback X, mit diesem Magazinarmbrust, jetzt den Wohlgefallen, zumindest am Anfang, aufgelöst hat und dass das jetzt besser ist. Das freut mich irrsinnig, weil es wäre wirklich schade darum, denn als Fanprodukt, das so Spaß ist doch echt cool. Aus! Daumen nach oben oder nach unten. Schreib mir bitte gerne einen Kommentar, ob auch du diese Erfahrungen gemacht hast mit dieser Armbrust, wenn du sie denn hast. Gebt da unten den Link, billige Eigenwerbung, natürlich in meinen Shop. Auch den Bogensportkanal abonnieren, nicht vergessen. Beste Grüße aus dem wunderbaren Buschkraftareal auf Waldurlaubertee, wo jeder auch mit seinem Bogen und mit seiner Armbrust schießen kann, wenn du dich hier einmietest bei uns am Buschkraftcamp. Dein Rainer Rossmann und ciao, ciao.